Zeig mir die Sachen. Zeig mir die Sachen. Wir haben 460 Gold. Wir bräuchten eigentlich ein Hemd. Ach komm, nehme ich das Richtige. So. Und dann zeig mir die Sachen. Kopftuch. Brauchen wir nicht unbedingt, aber bringt halt klingenfest und so, ne? Aber komm, braucht kein Mensch. Jetzt ziehen wir uns erstmal das Lederhemd an und dann sehen wir doch schon gleich viel besser aus. Dann kommen wir da oben rein und dann können wir uns vielleicht sogar eine Karte kaufen. Ich weiß nicht, ob es sie da oben gibt, kann sein. Vielleicht kriegen wir die auch erst später. Ich weiß es nicht. So, komme ich jetzt hier hoch? Na, das sieht ja schon besser aus. Du kannst jetzt mit Di Fuego sprechen. Dankeschön. Ich sehe, bewacht ihr. Di Fuego. Was kann ich für dich tun, Bursche? Ah, da haben wir es doch. Ich brauche eine Karte der Insel. Nun, ich kann dir eine verkaufen. Für 100 Goldstücke gehört sie dir. Ja. Ja, nehmen wir doch. Gib mir die Karte. Wir haben es ja, ne? Sie denn? Ah, hier. Ich hoffe, sie wird dir gute Dienste leisten. Ja. Ausrüstung wird bei dem edlen Typen wahrscheinlich viel zu teuer sein. Ich gucke einfach mal hier. Sklaven, vielleicht können wir da irgendwie Geld kriegen, Gold. Ich hörte, es sind Sklaven entlaufen. Ich bevorzuge die Bezeichnung Arbeiter. Sklaven klingt so unzivilisiert. Wir holen die Wilden aus Aborea und geben ihnen Arbeit, ordentliche Kleidung und ein Dach über dem Kopf. Aber das ist manchen von ihnen nicht gut genug. Sie bevorzugen es, im Dschungel zu hausen wie die Tiere. Schlimmer noch, sie erheben die Hand gegen ihre Herren. In solch einem Fall darf man keine Milde walten lassen. Das wäre schlecht für die Moral der anderen Arbeiter. Daher habe ich ein Kopfgeld auf sie ausgesetzt. Wie hoch ist das Kopfgeld? Es sind 3 von diesen Wilden. Pro Kopf zahle ich 100 Goldstücke. Ja, genau. Vielleicht kriegen wir... Ja, vielleicht gibt es ja mehr Geld. Die Wilden nicht umsonst? Wenn ich Rockford mit seinen Männern losschicke, patrouilliert er ein wenig am Rand des Dschungels herum und kommt dann wieder zurück. Keiner seiner Männer traut sich in den Dschungel. Und was soll ich tun? Etwa selbst gehen? Ja, wäre eine Lösung. Ja, ich wusste es doch. Ich bring die Wilden zur Strecke. Ach, komm. Ich werde da 300 Goldstücke für 3 Köpfe. Habe ich jetzt? Nee, ich habe natürlich nicht gespeichert, aber ich mache das jetzt trotzdem zurück, weil ich will ja mehr Geld verdienen hier. Ja, häufiges Speichern ist sinnvoll, ich weiß. Boah, ich hoffe, es ist nicht lang her, dass wir das letzte Mal gespeichert haben. Ich muss es, darf das echt nicht vergessen. Mit dem Speichern. Ach ja, super, haben wir nicht mal... Und sie haben wir auch noch nicht überredet. Haben wir überhaupt schon Charakter aufgebessert? Ja, das haben wir schon. Dann geben wir sie doch erstmal in der Küche ab. Und dann können wir ja weiterreden hier. Was anziehen und dann die Karte kaufen gehen. Und wegen dem Kopfgeldzeug da. Hier und so. Ja, nochmal wegen der Arbeit. Ja, und dann nur mal gucken. Geklärt? Patty wird dir helfen. Ja, können wir alles schon. Tschüss. Ja, komm. So, dann schon mal speichern. Und dann rennen wir doch direkt mal weiter. Aber die Grafik ist schon echt wirklich nice. So, ich habe gehört, du verkaufst Kleidung. Ich habe gehört, du... Sag, Lago nicht. Suchst du was bestimmt? Zeig mir die Sache. Wir haben es ja alles schon gehört und deshalb überspringe ich das jetzt einfach. Hier, komm, Lederhemd. Und tschüss. Dann Körper. Lederhemd. So, dann esse ich nochmal kurz was. Und dann geht's auch direkt hier schon hoch. Nochmal speichern. Ja, kennen wir schon. Nochmal speichern. Okay, ist jetzt ein bisschen zu oft, aber... Ich sehe, bewacht die Hälfte unserer Truppen jetzt ihre Villa, statt sich um die Sicherheit der Kolonie zu kümmern.
Mein lieber Kommandant, die Sicherheit der Kolonie ist vollkommen gewährleistet. Aha. Na dann. Was kann ich für dich tun, Bursche? Der redet immer noch, der Typ da drüben. Okay. Ich brauche eine Karte der Insel. Ich brauche eine Karte der Insel. Nun, ich kann dir eine verkaufen. Für 100 Goldstücke gehört sie dir. Ja. Na dann nehme ich die doch. Gib mir die Karte. Wo habe ich sie denn? Ah, hier. Ja, gut. Ja, ich kenne das alles schon. So, mach auch das hier. Vielleicht ist das Kopfgeld zu niedrig. Was willst du damit sagen? Geht doch. Für 200 Goldstücke pro Kopf sollte sich jemand finden, der sich um die Sache kümmert. Und dieser jemand bist du? Ich bring die Wilden zur Strecke. Exzellent. Ich werde das Gold für dich bereithalten, wenn du zurückkehrst. Für 600 Goldstücke erwarte ich aber auch, dass du mir alle drei Köpfe bringst. In Leutnant Rockfords Bericht hörte sich das nicht so an. Dann... Machen Sie mir auf mit Rockford. Nachdem die Piraten sich auf der anderen Seite... Können wir hier eigentlich rein? Hat er doch tatsächlich vor, die äußere Verteidigung der Kolonie zu verstärken. Wo es doch sein höchstes Anliegen sein sollte, für die Sicherheit des Gouverneurs zu sorgen. Du bist wirklich selten dämlich. Direkt vor meiner Nase. Ja, aber du sagst trotzdem nichts. Du Drecksack. Na dann, mach ich doch weiter. Noch irgendwas? Nee, schade. Was haben wir denn hier? Ich merke sofort, wenn hier was fehlt. Also versuch gar nicht erst was zu klauen. Leider auch verschlossen. Wie irgendwas? Zeig's ihm! Ah! Okay, das war ein Fehler. Heißt, aus den Zimmern dürfen wir nichts klauen, aber aus dem Vorraum schon. Ach, jetzt muss ich das alles nochmal labern mit dem, weil ich danach nicht gespeichert habe, oder? In Leutnant Rockfors Bericht. Habe ich die Karte jetzt schon? Ja, ich hab sie schon. Hören Sie mir auf mit Rockford. Nachdem die Piraten sich auf der anderen Seite der Insel niedergelassen haben, hat er doch. So, dann nehme ich hier den Wein mit. Das ist nicht in Ordnung. Deine Mutter. Kerzenleuchter. Und tschüss. Haben wir noch irgendwas rumliegen? Nö. Gut. So. Dann. Okay, das ist einer drin. Da müssen wir das, glaube ich, in der Nacht nochmal probieren, weil da sollen ja die Schuhe drin liegen. So, und dann sollten wir ja erstmal Logbuch, Takarigua, Grog für die Wachen auf der Karte markieren. Ah, okay, wir sollen ins Tal gehen und dann so einem Typen den Grog bringen. Ich glaube, damit meinen sie dann die Zuckerrohrplantage, oder? Ja, eigentlich schon. Wow. So. Da läuft er eigentlich auch. Ja, da. Da ist schon das rote Kopftuch. Psst, ohne Palaver. Psst, ohne Palaver. Ich habe Hunger. Die Wachen geben mir nichts mehr zu essen. Ach komm, ich geb dem was. Hier, hast du was zu essen? Du bist ein guter Mann. Ich habe einen Rat für dich. Geh nicht nach Osten, ins nächste Tal. Dort warten meine Brüder. Sie sind entkommen und sind sehr zornig. Sie werden dich töten, wenn sie dich sehen. Warum sollten sie das tun? Ich gehöre nicht zur Inquisition. Für sie sind alle Guchos gleich. Kann man nicht mit ihnen reden? Für meine Brüder ist die Zeit des Redens vorbei. Sie haben Waffen und Rüstung aus den Gräbern der Ahnen geholt. Sie mussten schwören, Blut zu vergießen oder dem Zorn der Ahnen zu begegnen. Aha. Na dann. Azad. Hör mal, ich sag's dir einmal im Guten. Sprech die Sklaven nicht an, du hältst sie nur von der Arbeit ab.
Wenn ich noch einmal sehe, wie du mit einem Desk. Ja, halt.